Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dead Island mit dem guten Buddha und mir. Jo, hallo. So, und wir müssen ganz wichtig in der Zombie-Apokalypse einen Teddybär suchen. Und das machen wir jetzt auch. Oh, da vorne ist schon wieder so ein großer. Ein Digger, ja. Also spawnen hier doch noch. Scheinbar, ja. Ich habe ihm erstmal die Sichel gegeben, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich dachte, hier liegt vielleicht irgendwas. Frust das! Bam. Von mir aus kicke ich ihn auch um. Ich habe mir meine Sichel wieder genommen, dass ich ihm die wieder ins Gesicht werfen kann. Bam, in die Stirn. Alter, der gibt mir eine Keule und ich krieg 4,5 Lebenspunkte abgezogen. Gibt er noch? Ja. Ich habe ihn einen Arm abgeschnitten. Alter. Aua. Warte, lass mich ihn nochmal. Ich habe jetzt Akku, glaube ich, ja? Ich kann die Akku, glaube ich, halten, warte mal. ich hab ihn geköpft. Ich habe ihm noch was in die Birne geworfen. So. Und meine Waffen wieder nehmen. Ah, ich bin schon wieder fast tot, So. Erstmal ab zurück zur Bar. Energy Drinks holen. Echt? Gibt's hoffentlich noch welche bestimmt, wa? Ja, aber ich wollte jetzt nicht in jedem Haus irgendwie gucken. Ich meine, an der Bar. Achso, ich hoffe, ja. Ich muss unbedingt reparieren, ey. Meine ganzen Sachen sind jetzt kaputt. Na, bei mir geht's. Da kommen schon wieder zwei vorne. Wo ist der zweite? Ach, der einen hast du umgekickt. Ja. So, einer ist down. Ne, jetzt ist er down. Kopf abgesäbelt. Ich glaube, hier sind noch Energy Drinks. Hier ist noch Alkohol. Ah, hier ist auf jeden Fall Wasser. Noch mehr Alkohol. Alkohol. Da ist ein Energy Drink. Hier ist noch ein Energy Drink. Nom. Hast du keinen Schaden gekriegt? Doch, aber schon alles regeneriert. Achso. Ja, das kann ich ja leider nicht. Ja, ich bin ja der Tank quasi. Du bist der Damage Dealer. Hier ist noch Energy, da brauchst du. Ne, ich bin voll. Ah, wunderbar. Ja, aber ich möchte schätzen, wo ist denn unser Auto? Beim Leuchtturm oben, da müssten wir jetzt erstmal hin. Braucht man das Auto die ganze Zeit? Vielleicht kriegen wir ein neues. Das ist ja schon wieder ein Dicker. Ist das wieder ein Dicker? Warte, ich muss mal, ja. Ja. Ich schreit zumindest so. Ich müsste vielleicht mal das Messer hier nehmen. Das hat fast gar keinen Schaden gemacht, das Messer. Oh, da hat er mir wieder ein Brett gegeben, ey. Boah, er dreht sich einfach mit einem Schlag so um, ey. Das ist ein Mördervieh. Ja, vor allem, wir machen kaum Schaden an dem Typen. Ja, weil meine Waffen sind alle kaputt. Ich mach sowieso kaum Schaden. Ich versuch mal, die Aggro zu halten. Hau mal einfach in... Aua. Hau mal in seinen Rücken immer rein, warte. Bam. Na, dreht er sich um und gibt mir direkt eine Keule. Ja, hat er bei mir auch gemacht. Bam. Wir müssen ihm die Arme brechen. Na, der eine ist kaputt. Das ist nur noch der linke ist ganz. Er ist down. Scheiße, ist schon wieder was kaputt, ey. Boah, 485 Dollar gekriegt. So. Zurück zur Bar, Energy Drinks holen. Nachher so ein Teil 730, weißt du, immer noch an der Bar. Hier sind noch zwei Stück. Wo denn? Ah, da auf dem Tisch. So, na, dafür reichen aber auch zwei Energy Drinks eigentlich fast, damit ich voll bin. Wie viel HP hast du? Also wie viele Punkte da? 6,5 Balken. Okay, ich hab auch 6,5, 6, 3 Viertel so. Ja, wir sollten doch eben hier lang, jetzt führt der Weg uns woanders hin. Irgendwann sollten wir noch hier lang. Jetzt ich glaube, wir sollten hoch zum Leuchtturm wieder das Auto holen, weil 700 Meter laufen, das ist ja schon ein gutes Stück. Ja, und wer weiß, wie viel Dicker da unterwegs noch kommt. Wir sollten auf jeden Fall jetzt einmal in den Leuchtturm rein. Da muss irgendwo eine Werkstatt sein, glaube ich. Bestimmt, ja. Na, ja, latschen wir erstmal da hoch. So, so wie die alte hier hätte, mach ich mir erstmal ein Kippchen an. Jo, bin dabei. Komm da raus, so. Deine wollte auch nicht, ne? Ne, war der letzte im Päckchen, die wollte da gerade nicht so wirklich raus. Die kleine Sau, verloren hat sie trotzdem. Ah, ist schon schön hier, muss man ja mal sagen. Ja, ne? Also, hübsche Gegend. Aber die alte kann zwar kaum einen Berg hochlaufen. Na gut, ich habe halt auch Stöckelschuhe an, ne? Ja, klar. Aber was hast du für Schuhe an?
Zombie-Apokalypse. Ja, du hast immer anders. Sneakers an. Echt? Ja. Sieht aus wie Boots. Boots? Meine sind immer gerade aus wie Sneakers. Ich kann es nicht erkennen, weil meine Füße immer am Boden sind. Ja, meine auch teilweise. Mist. Ach, hier geht's ja weiter. Hier ist ein Weg. Darf man gar nicht über den Hügel abkürzen. Na? Kommt gerade eine Chance. Was ist das hier? Ach, ein Händler ist hier wieder. Ah ja. Habe ich irgendwas... Oh, guck mal hier. Beeinträchtigender Flanschstreitkolben. Ach, ich kaufe mir den jetzt einfach mal, oder? Ach, der macht dabei nicht so viel Schaden. 108 nur. Gut, kannst natürlich aufrüsten noch. Weiß nicht, ob es sich lohnt. Ja, der oder. Nagelhammer macht mehr Schaden. Brutaler Nagelhammer. Also die Waffen behalte ich mal, da würde ich auch gerne lieber reparieren. Ich weiß nicht, ob hier im Leuchtturm was zum Reparieren ist. Hier ist auf jeden Fall ein Schrank, den wir öffnen können, und ich habe schon wieder ein Rundmesser gefunden. Ja, die zocke ich dir nachher, glaube ich, noch irgendwie ab. Fährt noch diesen Raum zum Öffnen, was ist da? Ach ja, stimmt. Da gibt es ja auch eine Quest für. Na gut, dann sprechen wir den mal an. Das Lighthouse, so we could send out an SOS-Signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two Transformers power in the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back home. Those things can't do to you what they can do to us. Was schicken die immer für Bauern los? Maybe you can help us. Na, die scheinen ja die größten Trottel loszuschicken. Oh, gibt einen grünen Schraubenschlüssel. Ja, machen wir natürlich. Alright, good. The Transformers are in the northern part of the Gold Bungalow area. Gold Bungalow, war man da nicht vorhin? Das war doch unser Startgebiet, oder? I'm Darwin, by the way. Ja, schön, Darwin. Weiß ich jetzt ganz schön. Unten war Diamant. Irgendwo ist noch Dings gewesen. Silber und Gold. Naja, schauen wir mal. Was steht da rum? Noch ein Energy Drink. Ab in Hals damit. Er raucht das mal ein. Ist die Quest aktiviert? Ein hoffnungsloser Suche, Markus, und repariere die Transformatoren, die den Leuchtturm versorgen. Ja. 200 Meter ist das weg. Ja, irgendwo da unten. Na, fahren wir mit dem Auto. Und ich wette mit dir in dem Raum da hinten, dass da die Werkbank ist. Ja, glaube ich auch. Kann nicht bloß immer so eine Werkbank geben, muss aber überall sein. Ach Quatsch, der hat den nicht gesehen. Ah ja, es hat Rechtslenker, das ist halt ungewohnt. Richtig. Aber im hohen Drehzahlbereich ist die Karre, wa? Also richtig. Ja. Oh, ich hab Assi. Sorry, Kumpel. Dich auch noch mit. Euch würde. Oh. Scheibe gerissen. Ich kann nichts machen. Mein Typ haut immer die Scheibe durch. Siehst du das? Wie der Typ da einfach ausholt und dann die Scheibe einschlägt. Vor allem mit der bloßen Hand. Ja, wie immer. Also, MacGyver-mäßig. Überall ploppen wir die Totenköpfe auf. Oh, und wie sind wir? Müssen wir schon wieder zurück? Sind wir schon wieder falsch, oder? Ah, warte, halt. Wir müssen zurück ein Stück wieder. Und stopp. Komm, hier? Wir steigen hier aus. Ja. Zack, wir müssen hier nämlich hoch. Okay. Oh, wie schön die Vögel hier pfeifen. Ich dachte gerade, da hockt ein Huhn, ey. Das ist so ein komisches Gebüsch. Hier lang. Hier lang? Ja. Oh, da oben drei rote. Oh. Hi. Bam. Zum Glück gibt's hier kein Friendly Fire. Echt, sonst wären wir schon längst tot, alle. So. Name's Marcus. Hi Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go. So, wir müssen jetzt den anderen, das war ja klar. Ah, er ist ja ganz in der Nähe, nur 130 Meter weg. Ich nehme jetzt ein schweres Rohr mit. Also eins muss ich ja sagen, da bin ich so ein bisschen erstaunt drüber. Ich spiele ja auf den höchsten Einstellungen. Und ich habe durchgehend 90 bis 120 FPS. Jo, also ich kann auch nicht meckern. So, die 100 Meter fahren wir natürlich. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, stopp. Hier? Ja. Ich hier runterspringen?
Nee, wir müssen hier. Boah, ich steig gerade aus. Toll, jetzt können wir nie wieder mit dem Auto. Du fährst mich um. Warte, ich fahr hier durch. Ja, hier sollen wir auch hin. Ich komm nicht vorbei, weil du da die ganze Zeit lang fährst. Warte, ich fahr bis von Tür. So, Zombies, komm mal. Ich setz dich im Auto, gell? Ja, ich sehe es schon. Aber also, ich fahr schon mal alle kaputt für uns. Wir so, was haben wir denn so für Waffen? Ja, meine Waffen sind auch alle platt bald. Ja. Da kommen immer hier das. Hier irgendwie um die Ecke sollen wir. Nee, wieder zurück? Nee, hier rein sollen wir. Hier hinter dem Gebüsch. Ach, runter. Ach, hier ist was rum. Ja. Danger, high voltage. Okay, wollen wir schon mal die Taschen abfahren? Ah, die Dame muss man wieder die Tür aufbrechen. Wenn du willst, kann ich das auch machen. Nächste mache ich den mal. Zack. Och komm, da ist nur ein Millimeter. What? Oh, oh. Oh, oh. Ich mache einfach die Tür zu. Ich mache einfach mal. Ich habe mal einen Knopf gedrückt. Ja, habe ich auch gemacht. So, hier ist noch ein Fakt in dem Dingskiste. Oh, hier ist noch ein Knopf. Okay. War's das? Sollen wir wieder raus? Ah ne, hier ist auch noch ein Knopf. Zack. Und da ist der Alarm auch aus. Kehre zu Markus zurück. Na gut. Achtung, jetzt stehen hier bestimmt ein paar vor der Tür, ne? Oh ne, doch. Rausgehen, nicht. Falls jetzt welche da sind, wieder zurück. Okay. Hätte jetzt gedacht, dass der Alarm die irgendwie anlockt. Hat's erledigt. Wollen wir zurückgehen? Ich höre sie nur, ist sehr bekannt. Ach, da kommst du durchs Gebüsch. Das sind ja nur zwei. Mehr gerechnet, ganz ehrlich. So, alle niedergemetzelt. Ich hätte auch mit mehr gerechnet. So, dann fahre ich uns mal wieder raus. Oh, da hinten ist noch einer. Komm her! Oh. Wir kommen noch mehr. Fall um! Geht doch. Hier sind nochmal zwei. Ah ja. Ah, die ist schon tot. Die hat kein Gesicht mehr. Na gut, so, dann steigen wir wieder ein. Also dritte Personenansicht wäre mal nicht schlecht zum Fahren, ey. Weil Spiegel brauchst du nicht. Kannst dich doch umgucken. Aber nicht rückwärts. Also ich kann so ein Stück rückwärts gucken. Ach Quatsch, der Pfahl erzählt doch gar nicht. Und jetzt, yes. Ja, hier rechts hoch, die Treppen hoch. Hier die Treppen hoch? Ja. Treppen kann man nicht hochfahren, meinst du? Das werden wir gleich erfahren, würde ich behaupten. Ach, boah, das ist gut. Multifunktions-Car. Das geht da ist ja ein Pickup. Da, der. Sack. Tschüss. Ach, es geht jetzt zu dem Typen. Ja, ja, da müssen wir jetzt wieder hin. Da hat der jetzt wahrscheinlich seine Transformatoren da mittlerweile an und dann können wir die Quest abgeben, weil Strom wieder da ist. Hey Typ. Markus. So. Alright. Everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Thanks for the help. Ja, haben wir doch gerne gemacht. Echt? $49. Super, ey. Die Bezahlung hier ist echt schlecht. Jo. So. Sollen wir nochmal irgendwie gucken, ob wir hier unten noch einen Quest haben oder so? Jetzt sind wir gerade wieder hier, weil irgendwie machen wir schon eine Leuchtturmquest, oder? Ja, weil wir in den Raum wollten. Das war ja eigentlich der einzige Grund, warum wir die angenommen haben. Aber wenn wir jetzt gerade wieder hier unten sind, bevor wir wieder hin und her düsen. Ja, dann machen wir dich hier. Familienangelegenheit ist hier drin. Genau. Bringen wir es erstmal dann zurück. Haben wir da ja auch eine Werkbank. Richtig, also was jetzt alles. Ach, das haben wir für irgendwas haben wir schon gemacht. Für $44. Wird schon für irgendwas gut gewesen sein. Könnten ruhig mal schneller das Tor aufmachen. Oh, wenn du einen halben Millimeter zurückfährst. Oh, das Auto ist fertig. Ah, sehr schön. Fahren wir gleich zurück, dann können wir die neue Karre nehmen. So, müssen wir jetzt mit dem nochmal reden? Nö, die können wir dann gleich einfach nehmen, okay. Tor. Ei, dann geben wir erstmal die Quest ab bei der alten. Jo, die ist da. Ah, hier ist. Hier spawnt auch immer neues Zeug in den Mülltonnen und so. Klasse. So, wer war das denn überhaupt? Ah, sie hier. Oder? Nee. Ne, er hier. Er hier. Ach so. Oh, poor son of a bitch. I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. Appreciate the help. Jo,
Guck mal, hier gibt's eine Einbaumachete. Machete. Willst du die noch mitnehmen? Weil ich bin voll. Ich muss erstmal zum Verkaufen. Dann nehme ich beide. So gut, dann schaue ich gerade mal. Was haben wir hier? Was? So. L ist fürs Questlog die Taste. Hilf den Leuten im Leuchtturm, suche Maggie, hole Benzin von der Tankstelle, müssen wir noch machen. Benzin, siehst du, lass Benzin und, mal schnell holen jetzt. Und der Rest, gut, den Teddybär müssen wir noch machen, der Rest ist dann schon Leuchtturm-Quest. Ja, na dann lass doch Benzin holen oder was? Ja, erstmal die Werkbank. Aber was steht hier noch rum? Ich verkaufe erstmal noch ein bisschen Kram. So, reparieren erstmal. Hier die Sichel, die macht ja ganz gut Damage. Die reparieren wir mal auf jeden Fall. Das Hackmesser, das werden wir gleich verkaufen, nehme ich mal an. Ich könnte ja mal. Welche Waffe macht denn am meisten Schaden? 109 plus 16 plus 17. Das Fleisch ist. Nee, komm, wir upgraden mal die Sichel. So, so viel Punkte, das reicht. Reparieren, da kommen die Eigenbaumachete. Ja, dann reparieren wir das noch, das Küchenmesser. Ja, und den Rest verkaufen wir da an dem, von dem kaputten Plunder. So, laber nicht. Oh, was hat er denn hier? Beeinträchtigendes Zuckerstockmesser. Macht ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Ne, das wollten wir. Das kann weg. Ja. Das reparieren, das wollten wir auch. Das anscheinend auch. Ist jetzt kaputt, die Doppelklinge. Nee, warte mal, da haben wir doch Zeug, was weniger Damage macht, da wie hier. Das da kann weg. Die Machete bald auf jeden Fall. Das da auch. Das macht alles ganz gut Schaden. Okay. Oh, hier ist noch eine Tür. Wo geht's denn da hin? Ach, auf Toilette. Ah, noch einen Schlauch abgegrast. Und einen Lappen. So. Guck ich gerade nochmal schnell an der Werkbank und dann geht's auch schon weiter. Ich hab mein Basie jetzt mal aufgewertet. So. Gut, was wollten wir machen? Mit dem Benzin. Das war Asche zu Asche, genau. Habe ich mal aktiviert. Machen wir das zuerst. Aber das machen wir alles erst im nächsten Part, Freunde. Also, sagt Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.